Was hat der Gaben jetzt für uns vorbereitet? Wir werden sehen. Mein Chen im Team. Was ganz schön cool ist. Ricky ist hier. Begin the murder fest. Patience from Zo. Боже, ты посмотри вокруг, что происходит. So. Der Ricky stand da rum. Gucken, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen den Chen nerven. Im Jungle. Die Lane hier rüber bekommen. Gleich ein bisschen auf den Sack gehen kann. Ein bisschen Mana Regen eingepackt. First Blood. Einmal Cleave und ihn so ein bisschen auf die Eier gehen. Wie viel Regeneration hat er noch? Gar nichts. Ich gebe dem Rubik mal ein bisschen was ab. Your top tower is under attack. Patience from Zo. So, can you stop running from me, Rubik? Thank you. Noch schnell wegrennen. Mich um den Turm kiten, den Kurier mal auch verloren. Voll Mana. So, wollte ich nicht geskürt werden. Einfach. Don't lift him. Just Fate Bolt. Harass. Was haben wir denn von dem Lift? Nix. Mal von dem Lift. Ich verrat's dir. Nix haben wir davon. Gar nix. Regeneration.
Jetzt macht der Chen hoffentlich da ordentlich Druck. Wofür ein Chen halt so da ist. Das wäre ganz ausgezeichnet. Habe ich dem Ubik meine Region gegeben und jetzt geht er leider spazieren. El Rubico. Lift, lift, lift. Good job. Gehen wir nochmal einen Tango nach oben hier. Und da ich nicht genau weiß, wie ich zum Secret Shop komme. Machen wir das so. Das ist auch nicht der Secret Shop, sondern der Side Shop. Wollte es ein bisschen geheimnisvoller klingen lassen, als es eigentlich ist. Läuft. Double Kill. Flying Courier braucht man nicht unbedingt gegen Ricky. Das haben wir ganz richtig erkannt. Ich hab doch gerade gesagt, braucht man nicht. Mann, du, hör doch mal richtig zu. Die Lina macht ein bisschen was. Dem anderen bin ich auch nicht so sicher, ob da irgendwie Impact vorhanden ist. Ja, zwei Kills, wenn der Chen schon, ne? Vielleicht vertue ich mich da auch. Das werden wir schon sehen. Tschüss. Tschüss. Ich dachte, da passiert ein bisschen mehr Follow-up. Mega, schmiga. Wir fühlen 9-3. Alles gut. Alles super. Alles richtig. Machen Sie sich keine Sorgen, meine Damen und Herren. Wir sind auf dem absolut richtigen Weg. Ups. Ja, sauber, die Lina räumt ab. So muss das sein. Und tschüss.
Und tschüss. Ups. Constraint ausgelaufen. Ist dann plötzlich der Schaden weg. Die Offline haben wir gut im Griff. Da ist er wieder, unser aller Freund. Need some help top, guys. Thank you. No! Kleine Lines dann. Ich leider noch getroffen. Detectiones. Nicht nur der Chen. Rubik und vor allem Spirit Breaker können sehr gut Detection tragen. Saber fertig machen. Schon ewig kein Sven mehr gespielt. 6 Stärke. Eh gute Mana Region mit dem Echo Saber. Ja nun. Warum ist ein AP? Sven habe ich auch gepickt gegen CK. Gegen die Reiterarmee. Gucken. Ja genau, das wollte ich nicht. Das würde gerootet werden. Naja, geht aber. Blinkdagger ist super. Mask of Madness werde ich mit dem Bild nicht machen, wenn ich schon Echo Saber habe. Tja, diesmal gar kein Idiot im Team. Und schon läuft's. Geht doch. So einfach kann das Leben manchmal sein. Okay. Lena, you take it.
Lina. Sehr schön. So. Wir haben sogar mal Stacks. Verrücktes Spiel. Ich sag's euch. So, den Blinkdecker fast fertig. Noch ein TP. Mega Kill. Okay, push bottom, guys. I'll join you. The enemy has denied you their top tower. Warte auf mein TP. Mit dem Rubico. Kein Mana mehr. Nicht Arcane Boot. Push, Spirit Breaker, come, come. Lina, come. We don't need Shrine. Lina, join us, please. Radiant structures are fortified. Let's go mit. Was? War ich noch gesilenced? Push the tower. I jumped them. Hä, wurde ich gespellt? Und ich dachte, was ist das denn? How exciting. Their middle tower is destroyed. Nicht so ideal. So, als nächstes in dem Spiel. Ich glaube einfach AC. Gefällt mir hier sehr gut. Was machen wir da denn noch? Haben wir es nicht vor 2 Jahren zurückgezogen, Kinder? Why are you there? He left like a minute ago. Not exact. Well done, guys. You should... Did anybody take a Roche timer? Keine Antwort mit dem Roche timer. So, der Chen spielt das eigentlich recht fokussiert. Die Lina hat einen guten Start gehabt. Jetzt ist sie bis zurückgefallen. Wie sieht es denn mit den Charges aus? 7. So, der Barer möchte AC kaufen. Stimmt.
Spirit Breaker, let me get AC. Aber ich brauche was anderes jetzt damit. Moonshard dann halt, mein Gott. Brauche ich Moonshard? Auch okay. Moonshard BKB. Defend top, then I can join you by TP in the top shop. Go to top shop. On my way, mate. On my way. And go mit. So. Spread out stehen. Um halt nicht alle vom Magnus Ult überrascht zu werden. Gar nicht mehr dazu, den Moonshard zu kaufen. So kann es mal gehen, wenn man vernünftige Teammates hat. Verrückte Sache, dieses Dota. Und noch das Falsche gekauft hier. Hater! Machen wir es anders so. So. Interessante Diskussion gerade im Twitch-Chat, finde ich mal gar nicht verkehrt. Was
Interessante Diskussion im Twitch-Chat. Kann jetzt nicht in der Gänze verfolgen, weil die sich bei mehreren Seiten jetzt schon erstreckt. Aber. Finde ich schön. Guter Austausch. Ohne sich anzuflaumen, wer auch unterschiedlicher Meinung ist. My thrift rewarded. Finde ich gut. Können wir mal Roshan machen? Ich kann's gern meinen. Come over in a second. Wenn man hier, ich will ganz gern Benji noch mal einen Dedalus fertig machen. Bisschen Twitch-Spaß haben. I grow by degrees. Nicht routen. Es kostet alles eine Zeit. Stirbst du sowieso. Hör doch auf. Es lohnt sich alles nicht. Bevor ich hier. Nein, genau das wollte ich machen. Genau das wollte ich machen. Na! Schrei, schrei! Na toll, ich will mein Dialog wenigstens noch einmal einsetzen. Jetzt haben wir noch einen Kommen, die Sau. Ist doch nicht. Komm. Wo bleibt der Crit? Wo bleibt der Crit? Double Mega Hin- und Her-Kill. Jetzt sterbe ich hier noch. Wie sieht meine Kill-Death-Ratio aus? Dreimal am Schluss gestorben hier. Das ist doch Quatsch. Wie sieht das denn aus? Nein! Ich war gerade dabei zu stunnen! Das war sein Helm absetzen, wenn er am Ende was sagt. So hört man ihn ja nicht. Naja, naja. Lustiges Spiel. Und ja, mal vernünftige Leute im Team. Die Lina hat gut in der Mitte gespielt und der Chen hat auch Early Turk gemacht, wie man es machen sollte. Und ja, wir haben es oben ganz gut geschafft, den Magnus unter Druck zu setzen, ab und zu, wenn er da Quatsch gemacht hat und ungünstig positioniert war, gerade nachdem ich Level 6 einfach God's Strength anschmeißen, einen Hammer reinwerfen und auf die Nase geben. Ja, guck an. Auch vernünftige Spiele. Vielleicht waren diese zwei, also die waren aber auch extrem. Die waren so extrem scheiße, die Spiele. Das reicht für den ganzen restlichen Abend mindestens und morgen auch noch. Der Abend ist ja gar nicht mehr so lang jetzt. Von daher, es reicht für heute und morgen und übermorgen auch noch. So sehe ich das. Aber witzig, mal wieder Sven zu spielen. Ich spiele ihn ja eher selten. Gerade weil er aufs Team angewiesen ist. Er profitiert sehr von Stacks. Oder ist praktisch eigentlich schon im Vergleich zu anderen Helden, damit er relativ gesehen auf dem gleichen Level bleibt, eigentlich schon angewiesen auf Stacks, und die hat man nicht häufig. Und auch auf gewisses Teamplay ist er angewiesen, weil ganz alleine macht der Sven auch nicht so viel. Naja, so wird das doch eher ein seltener Held bleiben, aber wenn es klappt, ist es immer ganz cool.